Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ich begrüße euch recht herzlich zum dritten und letzten Match des heutigen Quarantäne-Streams. Jana und ich setzen unsere Zeitreise fort und sind jetzt endlich im aktuellen Kinofilm oder im aktuellsten Kinofilm angekommen. Wir spielen jetzt das Yugi und Kaiba-Deck nach dem Motto Dark Side of Dimensions. Genau, da haben wir uns mal angeguckt, wie so die Decklisten sind. Mhm. Und wir müssen allerdings zugeben, gerade das Kaiba-Deck hat fast keine Karten gehabt. Also ja, sehr wenig, da mussten wir halt so ein bisschen improvisieren, basteln. Genau. Ja. Und das Yugi-Deck ist halt einerseits, ja, der duelliert sich ja in dem Teil gegen zwei Duellanten. Das heißt, es war ein bisschen schwierig, da so einen Fokus reinzukriegen. Wir haben es ein wenig abgewandelt, also ein paar Karten werden da drin sein, die nicht ins Deck gehören. Aber es war anders, sonst absolut nicht spielbar. Wir haben halt schon versucht, die Karten möglichst originalgetreu an Yugi und Kaiba zu halten, aber wir haben halt tendenziell auch Karten reingenommen, die dann auch erst später erschienen sind. Also von daher nicht wundern. Wir machen aber das Beste draus und schauen einfach, dass wir euch ein vernünftiges Match hier liefern. Genau, dann würde ich mal sagen, viel Spaß euch. Ja, ringfrei für Runde 3. Genau, und uns wünsche ich natürlich auch viel Spaß. Natürlich. Weil jetzt würfelst du wieder deine... Nee, diesmal weiche ich von der Norm mal ab. Tschakka. Ich möchte bitte gerne anfangen. Das darfst du sehr gerne. Gut. So. Gucken wir mal, ob du dein Glück jetzt ein wenig wenden kannst nach dem Ausgang des letzten. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch auf jeden Fall an. Genau, wir verraten noch nicht, wie es halt gelaufen ist. Wir verraten gar nichts. So, jetzt müssen wir eben kurz einmal hier durchgucken. Nein. Okay. So, okay, dann fangen wir doch mal folgendermaßen an. Ah, ist immer so schwierig. Ja, wir haben Daumenschrauben ein bisschen angezogen und den Komplexitätsgrad ein bisschen erhöht. Ja, ein bisschen, ja. Jetzt muss man ein bisschen mehr nachdenken. Ein bisschen, okay. Aber ach komm, wir spielen es einfach mal aus. Ich normal beschwöre Schokoladen-Magier-Mädchen. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster vom Typ Hexer abwerfen, ziehe eine Karte. Einmal pro Spielzug, falls diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst ein Monster vom Typ Hexer in deinem Friedhof wählen, außer Schokoladenmagiermädchen, beschwöre es als Spezialbeschwörung, dann ändere das Angriffsziel darauf und falls du dies tust, werden die Angriffspunkte des angreifenden Monsters gleich der Hälfte seiner derzeitigen. Uiuiui. So ist das. Und dann würde ich gleich einmal direkt ihren Effekt aktivieren. Ich werfe ein Monster vom Typ Hexer ab und möchte gerne eine Karte ziehen. Darfst du gerne machen. Gut, dann werfe ich das Apfelmagiermädchen ab und ziehe eine Karte. Obstsalat. Obstsalat, genau. Mit Schokolade. Schokogussäpfel. Finde ich so lecker. Okay, ja, dann werde ich einfach nochmal drei Karten verdeckt setzen und an dich abgeben. Jetzt muss ich ja richtig Angst haben. Ja, sieh dich vor, du. Okay, ich schau mal, was ich daraus machen kann. Ich ziehe erstmal eine Karte. Und dann aktiviere ich als erstes mal die Zauberkarte Zauberabsorption. Das heißt, ab sofort bekomme ich 500 Lebenspunkte jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert und aufgelöst wurde. Dann möchte ich jetzt als nächstes, was nehmen wir denn da mal, die Melodie des erwachenden Drachen aktivieren. Das heißt, ich werfe eine Karte ab und darf mir dann zwei Monster von meinem Deck hinzufügen, die vom Typ Drache sind und 3000 oder mehr Angriffspunkte und 2500 oder weniger Verteidigungspunkte haben. Und ich glaube, ich trenne mich an der Stelle von meinem Deck Verwüstungsvirus. Möchtest du darauf etwas anketten? Leider nicht. Gut. Dann füge ich jetzt meine Hand einmal den blauäugigen weißen Drachen. Oh, ja, das habe ich befürchtet. Und natürlich, wie könnte es auch anders sein? Oh nein, habe ich den jetzt echt vergessen? Nein, wirklich?
voll. Ich habe den zwar mal drin, aber die wichtigste Karte natürlich nicht da drin. Oh nein, ich habe verkackt, Leute. Schön. Okay, dann suche ich mit dem Blau gegen Chaos Max Drachen. Oh nein, du hast den Alternativen vergessen. Ich habe den voll vergessen. Wieso hast du den Alternativen vergessen? Keine Ahnung, weil ich einfach... Schön. Einmal mit Profis. Aus. Da sind Profis. Ja gut, okay. Das ist doof gelaufen. Das erleichtert mir das Ganze ein wenig. Gut, jetzt bekomme ich aber erstmal 500 Lebenspunkte durch die Zauberabsorption. Weil ich eine Zauberkarte aktiviert habe. Okay. Dann machen wir das halt ein bisschen anders. Ich werde ein Monster in Verteidigungsposition setzen. Und Dirk, du hast ihn im Deck, stand da gerade. Ich hätte ihn gesehen, wenn ich ihn drin hätte. Ich gucke nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den nicht drin habe. Nein. Ach, vielleicht sah die eine Karte gerade nur so aus. Ja. Okay, dann sah die eine Karte gerade nur so aus. Und nö, ich bin nicht sorti. Also, mir kommt der zugute, ist halt nur blöd jetzt für ihn. Nein, ich habe ihn nicht im Deck. Ich habe ihn recht verpennt. Dirk. Ja, schade. Ich beende meinen Spielzug. Vor allem, das ist doch eine der wichtigsten Karten aus dem Film. Ja, eigentlich schon. Dirk. Tja. Unglaublich. Genau. Jetzt wird das Duell wenigstens fair für Janu. Ja, ein bisschen. Ach komm, ich gehe einfach mal in die Battle-Phase und greife mit meinem Schokoladenmagier-Mädchen. Dann möchte ich gerne den Ring der Zerstörung aktivieren. Ich wähle ein gegnerisches Monster, dessen Angriffspunkte kleiner sind als die Lebenspunkte, die du noch besitzt. Und dann zerstöre ich das Monster, füge dann mir Schaden in Höhe der Angriffspunkte zu und anschließend füge ich dir ebenfalls Schaden in Höhe der Grundangriffsstärke des Monsters zu. Bye-bye, Schokoladenmagier-Mädchen. Uncool. Und dann verlieren wir beide 1600 Lebenspunkte. Das ist uncool. Zuerst verliere ich Punkte und dann verlierst du Punkte. Verdammt. Ja gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2. Mhm. Setze aus deiner Verteidigungsposition. Ja gut, damit gebe ich an dich ab. Dann entziehe ich meine Karte. Dann decke ich doch mal mein ominöses, verdecktes Monster auf. Ich rufe als Flip-Beschwörung meinen Y-Drachenkopf. Mhm. Ich kann einmal pro Spielzug als Effekt kann ich eine X-Kopfkanone wählen, die ich kontrolliere und die X-Kopfkanone mit dieser Karte ausrüsten. Alternativ kann ich ihn, wenn er ausgerüstet ist, ihn ausklinken und eine Spezialbeschwörung beschwören. Das ausgerüstete Monster bekommt 4 Angriffs- und Verteidigungspunkte, wenn ich ihn als Ausrüstungskarte auf dem Spielfeld liegen habe. Und sollte das ausgerüstete Monster durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden, kann ich stattdessen den Drachenkopf zerstören. So, und dann mache ich einfach kurz und knackig, gehe in die Battle-Phase und greife mit dem Drachenkopf dein verdecktes Monster an. Okay, dann triffst du auf meinen Marsh Macaron. Ui. Der hat einen coolen Effekt. Falls diese Karte durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, du kannst bis zu 2 andere Marsh Macaron als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck und oder deinem Friedhof beschwören. Mhm. Und den kann ich einmal pro Spielzug aktivieren. Mhm. Na, das heißt, der geht jetzt auf Friedhof, jetzt darf ich aus meinem Deck 2 Marsh Macarons beschwören. Mhm. Macarons beschwören. Marsh Macaron. Eins. Ich glaube, ich habe gerade einen gesehen. Gleiches Problem wie bei mir, eine Karte vergessen? Nee, eigentlich nicht. Da, habe ich nur übersehen. Ich bin nie so schüsselig wie du. Ja, Entschuldigung. Ich habe dich noch gefragt, ob du sicher bist, dass du alles beisammen hast. Ich war mir auch ziemlich sicher, aber dann... Ist die da noch irgendwo drin? Nein, die ist ja nirgendwo sonst drin gewesen. Nee. Hey. Da ist nur mein Exodia-Deck drin in der Box. Tja. Ich packe einfach Exodia rein. Ich finde den Marsh Macaron auch cool. Ja, gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2 und muss dann auch meinen Zug leider schon wieder beenden. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Mhm. Gut. Gut, sagt sie und revidiert ihre Meinung. Mal kurz gucken. Bis zu 2, okay. Heißt, selbst wenn du davon jetzt einen vernichtest, kann ich mir einen wiederholen, ne? Das ist richtig. Ja, cool. Schön. Ich finde mir gerade nicht viel. Genau so wird sein, Scarecrow, ja, einfach die Karte rausgenommen.
Heimlich. Okay, dann gebe ich an dich ab. Leider gibt es ja keinen Link oder sonst irgendwie was, was funktionieren würde. Gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, nee. Gut, ich werde erstmal eine Karte verdeckt ersetzen und dann gehe ich immer in die Battle-Phase und greife mit meinem Y-Drachenkopf den Marsh Macaron an. Okay, dann aktiviert sich der Effekt von diesem Marsh Macaron und ich hole vom Friedhof einfach den hier. Ja, so macht Spaß. Du bist gleiches dran. Prinzip. Ich ziehe eine Karte. Ha! Hoyo! Ha! Hoyo! Eine Karte, die nicht im Film war, aber die wir ein bisschen zur Stabilität reingepackt haben. So, eben kurz einmal schauen. Lass mich raten, Seelen der Magier. Richtig, genau. Das heißt, ich werde jetzt einen Hexer der Stufe 6 oder höher von meinem Deck auf den Friedhof legen. Und dann erstmal mache ich das, ne? Gut, du aktivierst das. Ich aktiviere den Effekt von Seelen der Magier in meiner Hand. Ich möchte gerne einen Magier oder ein Monster der Stufe 6 oder höher auf den Friedhof legen. Solange es ein Hexer ist, ja. Ja. Details, Details. Ein Beauftragter der Dämonen darfst du nicht reinlegen. Der ist nämlich Unterweltler. Ja, Details, Details. Aber du willst doch bestimmt die Auszubildende Illusionsmagier reinwerfen, oder? Nein. Gut, also legst du den dunklen Magier in den Friedhof. Ich leg den dunklen Magier in den Friedhof. Und dann möchtest du die Seele der Magier als Spezialbeschwörung beschwören? Nein, möchte ich nicht. Oh. Ich möchte den anderen Effekt benutzen. Okay. Lege diese Karte auf den Friedhof, dann kannst du einen dunklen Magier oder ein dunkles Magiermädchen als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Und das möchte ich gerne einmal tun. Dann tu das. Do this. I do this. I do this, I do that. I can do everything I want. So. Ich glaube, ich gehe aber vorsichtshalber auf Nummer sicher. Ich aktiviere mal meinen mystischen Raumtaifun. Mhm. Ich möchte die Karte zerstören. Und dann zerstörst du meinen Kristallavatar. Ah. Und da meine Zauberabsorption noch aktiv ist, darf ich jetzt noch 5 Verlebenspunkte gut schreiben. Bekommst du 5 Verlebenspunkte, ja. Das finde ich schön. Das ist okay. Die werde ich brauchen. Dann setze ich nochmal eine Karte. Mhm. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Ja. Und mein dunkler Magier, der ultimative Hexer im Hinblick auf Angriff und Verteidigung, möchte gerne deinen Y-Drachenkopf mit 2500 Angriffspunkten angreifen. Ja. Den Angriff muss ich leider hinnehmen und kassiere 1000 Punkte Schaden. Gut. Ja, dann bist du dran. Gut, dann ziehe ich meine Karte. Das möchte man nicht unbedingt nachziehen. Tja, ich werde meinen Zug wohl beenden müssen. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Mhm. Ja. Gut, wenn die nächste Karte eine gute Karte ist, dann könnte ich den Spieß nochmal richtig schön umdrehen. Nicht lange, Reto. Nicht lange. Ach komm, einfach mal, weil es Spaß macht. Ich aktiviere. Ja, bitte. Polymerisation. Aha, interessant. Ich möchte gerne meinen dunklen Magier und einen Hexer von meiner Hand fusionieren. Na dann, leg ich mal los. Ich lege los. Und ich rufe die dunklen Magier. Denn die brauchen nur einen dunklen Magier oder ein dunkles Magiermädchen und ein Hexermonster. Was können die denn? Einmal pro Spielzug, falls eine Zauber- oder Fallenkarte oder ein Zauber- oder Falleneffekt aktiviert wird, außer während des Damage-Steps, du kannst eine Karte ziehen. Dann, falls es eine oder ein Zauber oder eine Falle war, kannst du ihn oder sie setzen. Und falls es ein Schnellzauber oder eine Falle war, kannst du ihn oder sie in diesem Spielzug aktivieren. Mhm. Falls diese Karte zerstört wird, du kannst sowohl ein dunkler Magier als auch ein dunkles Magiermädchen als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck und oder deinem Friedhof beschwören. Gut. Aber weil du eine Zauberkarte aufgelöst hast, darf ich mir wieder 5 Lebenspunkte gut schreiben. Und das ist kein aktivierter Effekt, deswegen bekommst du auch keine Karte. Boah, wie gemein. Warum ist denn das kein aktivierter Effekt? Zaubereffekt aktiviert. Ja, aber der aktiviert sich nicht. Der löst sich einfach nur auf. Egal. Ich möchte dann einmal in die Battle-Phase gehen. Ja. Und dich mit den dunklen Magiern mit 2800 Angriffspunkten angreifen. Gut, das muss ich dann wohl leider in Kauf nehmen. Okay. Dann bist du dran. Dann ziehe ich meine Karte. Das könnte interessant werden. Ich rufe als Normalbeschwörung meinen Angriffswivern. Oje. Der gute Kollege hat folgenden Effekt. Wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, dann darf ich diese Karte als Tribut anbieten, um ein Monster vom Typ Drache als Spezialbeschwörung aus meiner Hand oder meinem Friedhof zu beschwören. Außer den Angriffswivern selber. Oh no. Oh jo. Oh no. Und dann möchte ich gerne in die Battle-Phase gehen. Und dann greife ich mit... Ja?
Ja. Ich aktiviere spirituelle, verräterische Schwerter. Was macht denn die gute Karte? Einmal pro Angriff, wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert. Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen, annulliere den Angriff. Während des Spielzuges deines Gegners, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. In diesem Spielzug können Monster deines Gegners nicht direkt angreifen. Meh, du olle Spaßbremse. Ich gehe trotzdem in die Battle-Phase. Das kannst du gerne machen. Ich weiß, dann verliere ich 1000 Lebenspunkte, aber ich behalte meine Monster. Du hättest sie so oder so behalten, also von daher. Wieso hätte ich sie so oder so behalten? Du weißt ja gar nicht, was ich beschwören möchte. Aber du darfst doch nur beschwören, wenn... wenn er was zerstört, richtig. Wenn er was zerstört, richtig. Ja. Gut, wie auch immer. Ich greife mit dem Angriffswirrwarr, würde ich ganz gerne den Marshmacaron angreifen. Dann aktiviere ich spirituelle verräterische Schwerter und möchte gerne 1000 Lebenspunkte zahlen, um deinen Angriff zu annullieren. Das darfst du gerne tun. Schade. Und ich dachte, ich könnte mitspielen, aber egal, du bist dran. Ich ziehe eine Karte. Ja. Naja, gut. Dann setze ich mal eine Karte. Mit den 200 lausigen Angriffspunkten lohnt das so gar nicht. Ah ja, ich hätte noch eine Karte ziehen dürfen, ne? Weil die Falle auch zählt. Genau. Verdammt. Verschlafen. Ja, weil sie nur bei Zauberkarten. Ärgerlich. Schade. Egal, ist halt so. Passiert halt nichts. Ah, ich spiele die so selten, das ist so ungewohnt. Okay, dann gehe ich in die Battle-Phase. Und was macht der, wenn ich den kaputt mache? Gar nichts. Gar nichts, okay, dann möchte ich den gerne kaputt machen. Mit meinen dunklen Magiern. Gut, dann bekomme ich 1000 Punkte Schaden. Genau. Dann bist du dran. Dann hoffe ich einfach mal auf die nächste Karte. Ich sehe dreifach. Oh. Ja. Doch so gut. Ja, ich beende meinen Zug. Oh, doch so gut. Ja. Okay. Und das alles nur, weil ich die wichtigste Karte des Decks vergessen habe. Nein. Ja, das ist natürlich ultra bitter. Ja. Dann setze ich mal eine Karte verdeckt. Ja. Echt jetzt? Die will mich hart trollen. Aber so richtig hart. Battle-Phase. Ja. Ich greife mit den dunklen Magiern an. 2800. Das machst du nicht wirklich, oder? Ja, oder? Ich greif dich mit dem einen Marshmacaron für 200 an. Das ist nicht dein Ernst. Und ich greif dich mit dem nächsten Marshmacaron für 200 an. Ich komme mir gerade hart veräppelt vor, aber gut, ne? Also. Oh, ja, das ist natürlich ultra ärgerlich. Ja, was wäre die nächste Karte gewesen? Oh, die hätte richtig wehgetan. Die hätte wehgetan, ja? Autsch. Tja, schade. Aber ich hätte noch den hier gehabt. Und den hier. Die hätte nichts gebracht, die zielt nämlich das Monster und der Chaos-Max-Drache kann nicht gezielt werden. Na gut, aber den hier. Ja, die hätte was gebracht. Die hätte noch ein bisschen Angriffspunkte verloren. Und ich hätte den hier benutzen können. Na, dann hätte ich deinen Chaos-Max-Drache kopiert von der Angriffspunkte. Musst du wähle. Ach, schade. Ja, nee. Hätte auch nicht funktioniert. Hätte auch nicht funktioniert, aber ist egal. Oh nee, der gehört da nicht rein. Ja, gut, und das okay, ich hätte dann halt die den magischen Zylinder hätte ich nachgezogen. Ja. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Das ist ja, schade. Am besten wäre es gewesen, wenn ich den König der Drachen gezogen hätte. Das ist hart ärgerlich, dass du den Alternativen vergessen habe, ja. Hast du den da vielleicht versehentlich mit einsortiert? Nein. Ich würde niemals ein Effektmonster, ein normales, in ein Extra-Deck schmeißen. Du tust mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen leid dafür, dass du dein Ding ganz vergessen hast. Seid schuld. Wolltest du dir noch eben einen besorgen? Nein, alles gut. Sicher? Ja. Gut. Dann mache ich es halt Oldschool-Kyber-Style. Ziehe ich jetzt einfach drei weiße Drachen plus Fusion auf Starthand und dann gebe ich dir einfach. Okay. Alles gut. Du darfst doch anfangen. Ach, schon wieder? Ja, ich brauche die sechste Karte. Einfach so. Ich habe ein Déjà-vu. Das hört sich für mich nicht gut an. Tja, ich fange an mit dem Schokoladenmagiermädchen. Mhm. Ne, also auch sie. Ich kann jetzt einmal pro Spielzug ein Monster von Hexer abwerfen und eine Karte ziehen. Und weil sie als Ziel für einen Angriff gewählt wird, kann ich ein Monster von Hexer im Friedhof wählen, außer sie, und das als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. Und dann den Angriff darauf lenken und dann werden deine Angriffspunkte halbiert. So. Ja. Ich aktiviere ihren Effekt. Ich möchte gerne ein Monster von Hexer abwerfen, um eine Karte zu ziehen. Mach das mal. Ich werfe wieder das Apfelmagiermädchen. Das ist ja mal das Hart. Ich ziehe eine Karte. Boah. Okay.
Dann werde ich 1, 2, 3, 3 Karten. 4 verdeckte Karten setzen? Nein, 3 verdeckte Karten setzen. Okay. Und an dich abgeben. Mhm. Dann ziehe ich meine Karte. Ich werde 2 Karten verdeckt setzen. Mhm. Und dann an dich abgeben. Das ist bestimmt jetzt wieder so ein blödes Dingsbums drunter. So ein komisches Dingsbums? Ja, dieser Zerstörungs... Ring der Zerstörung? Der ja, gute Alte? Ganz doof. Vielleicht. Wenn du ein Déjà-vu hast, dann könnte das ja gut passen. Ja, überlege ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, ich habe schon... Ich habe schon so oft heute gewonnen. Ich gehe in die Battle-Phase und greife mit dem Schokoladenmagier in die Team der Battle. Gut, dann aktiviere ich mal mein Kontertor. Und wenn du einen direkten Angriff auf mich deklarierst, dann kann ich den Angriff annullieren und wenn ich das tue, ziehe ich eine Karte. Und falls es ein Monster ist, darf ich es als Normalbeschwörung beschwören, und zwar auf eine Angriffsposition, sofern es halt machbar ist. Ah, okay. So, also ich annulliere erstmal den Angriff, dann ziehe ich eine Karte. Kann ich jetzt dummerweise ohne Tribut leider nicht normalbeschwören, deswegen behalte ich den einfach. Ach so, also darfst du... Den behalte ich dann einfach nur auf der Hand. Okay, du darfst dann tatsächlich nur alles unter Stufe 4 beschwören. Alles unter Stufe 5, aber ja. Okay. Darf ich mal gucken? Mhm. Ich muss das als Normalbeschwörung beschwören, aber ich darf halt ein Monster der Stufe 8 halt einfach nicht so ohne weiteres normal beschwören. Da funktioniert leider nicht. So als Normalbeschwörung, okay. Ja. Okay, wenn da Spezialbeschwörung stünde, dann wäre es. Ja. Dann wäre die Karte richtig gut gewesen, ja. Okay. So, okay, ja gut, Angriff ist annulliert. Mhm. Dann löst du. Dann ziehe ich meine Karte. So, das heißt, wenn ich jetzt angreife, dann beschwörst du ein anderes Hexermonster aus deinem Friedhof, lenkst den Angriff um und halbierst die Punkte von meinem Monster. Das ist nicht so nett. Ich rufe trotzdem einfach mal als Normalbeschwörung meinen mystischen Djinn der Lampe. Ja. Die kann ich. Warte. Ja. Auf deine Normalbeschwörung aktiviere ich dunkle Erneuerung. Oh nein. Wenn dein Gegner ein oder mehr Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung beschwört, wähle eines der Monster und ein Monster vom Typ Hexer, das du kontrollierst, lege beide Monster auf den Friedhof. Dann kannst du ein finsternes Monster vom Typ Hexer als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Friedhof beschwören. Da werde ich jetzt dazwischen funken. Ich aktiviere den interdimensionalen Materietransporter. Mit dem darf ich ein offenes Monster wählen, das ich kontrolliere und es bis zur Endphase verbannen. Kann ich das mit mystischer Raumtyphon verhindern? Nein. Mist. Da kommt ja der Standardspruch, mystischer Raumtyphon negiert keine Effekte. Ja, ich hatte eben im Kopf, dass Fallenkarten liegen bleiben müssen, damit sie permanente. Ne? Ja. So, und weil du beide Monster auf den Friedhof legen musst, um da den Magier beschwören zu dürfen, verpufft der Effekt quasi, ohne dass jetzt irgendwas passiert. Nee, so nicht, Fräulein. Oh, wie gemein. So nicht, Fräulein. Oh Mann, wie gemein. So nicht. So gemein. Ist einfach gemein. Wie gemein. Gut. Gönnst du mir gar nichts. Ich gehe in die Endphase und dann kehrt mein Djinn wieder zurück aufs Spielfeld. Was heißt denn? Du bist dran. Okay, dann ziehe ich meine Karte. Das ist doch ein ziemlich großes Kacke. Naja, gut. Dann kann ich drauf denken, da wird es ja so genau drüber kommen. So ein Gläser. Naja, gut. Ich setze nochmal eine Karte verdeckt. Mhm. Und dann gebe ich an dich ab. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Mhm. Verstärkung. Ach, warum eigentlich nicht? Ich rufe als Normalbeschwörung meine X-Kopfkanone. Den Effekt von der, dass du auch noch einmal pro Spielzug benutzen, ne? Mhm. Das ist gut.
Dann gehe ich jetzt mal in die Battle-Phase und würde ganz gerne mit meinem mystischen Gin der Lampe einmal dein Schokoladenmagiermädchen angreifen wollen. Ich aktiviere Spiegelkraft. Und damit werden alle deine Monster in Angriffsposition zerstört. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2 und aktiviere Stilles Verhängnis und möchte gerne ein normales Monster an meinem Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition beschwören. Do it. Und dann nehme ich da meine X-Kopfkanone. Guten Tag. Guten Tag. Aber er darf dich auch nicht, er darf grundsätzlich nicht angreifen, von daher hast gut, du da... Gut, ich bin in Verteidigungsposition. Ja, das ist richtig. Ja, ich werde für den Moment wieder meinen Spielzug beenden müssen. Okay, dann ziehe ich jetzt eine Karte. Setze ein Monster verdeckt. Mhm. Geh in die Battle-Phase. Ja. Mit 1600 Angriffspunkten komme ich über deine 1500 bei der X-Kanone doch noch drüber. Ja. Und damit gebe ich an dich ab. Dann ziehen wir noch mal eine Karte. Mhm. Ja, das läuft ja grandios. Das geht richtig in die Hose. Ach komm, ich setze mal zwei Karten und beende meinen Spielzug. Okay. Du bist dran. Dann ziehe ich eine Karte. Jetzt haben wir uns da bei dir. Den zweiten Marshmacaron. Ich gehe in die Battle-Phase und greife mit dem Schokoladenmagier-Mädchen. Gut, dann nehme ich ersten Punkt Schaden! Yay! Yay! dann gebe ich an dich ab. Gut, dann ziehe ich eine Karte. Das läuft bei dir? Das läuft so richtig rund. Gott, wird das jetzt so ein Duell? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen? So in etwa. Oh, no. Du bist dran. Okay, ich ziehe eine Karte. Ich komme gefühlt hier nicht voran. Naja, okay, machen wir was anderes. Ich. Darf ich das? Ja, doch, das geht. Ja. Ich biete diese beiden Kollegen als Tribut an. Das waren tatsächlich zwei Marshmacarons. Und beschwöre Lord Gaia, zorniger Ritter. Ui. Ja, eigentlich wäre es anders cooler gewesen. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Einmal pro Spielzug, falls ein oder mehr Monster, deren Angriffspunkte höher als die dieser Karte sind, als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite deines Gegners beschworen werden, außer während des Damage Steps, du kannst diese Karte bis zum Ende des Spielzuges 700 Angriffspunkte erhalten lassen. Mhm. Aber gut. Sei es drum. Sei es drum, sei es drum. Dann setze ich nochmal eine Karte und dann gehe ich in die Battle-Phase. Ja. Greife mit dem Schokoladenmagier-Mädchen zuerst an. Mit 1600 und dann nochmal mit Lord Gaia für 2300. Ja. Und dann gebe ich an dich ab. Dann schauen wir mal, was mein Deck noch so für mich bereithält. Ich beende mein Oh nein. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ja. Ach komm, weil es so schön ist. Ich biete diese beiden als Tribut an. Und du bist der dunkle Magier. Richtig, der dunkle Magier. Hey, was ist das? But why? Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, aktiviere ich Dunkle Illusion. Bis zum Ende dieses Spielzugs können alle Finsternismonster vom Typ Hexer mit 2000 oder mehr Angriffspunkten, die du derzeit kontrollierst, nicht durch Kampf zerstört werden. Ihre Effekte werden annulliert. Zusätzlich bleiben sie von den Karteneffekten deines Gegners unberührt. Okay, okay. Bitte weiter Angriff. Dann aktiviere ich meinen Kristallavatar. Aha. Wenn du einen Angriff deklarierst, und zwar einen direkten, und die Angriffspunkte deines Monsters größer oder gleich meinen Lebenspunkten sind, darf ich diese Karte als Effektmonster als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist ein Kriegermonster, Lichtstufe 4, und hat Angriffspunkte in Höhe meiner Lebenspunkte. Und dann ändere ich das Angriffsziel von deinem Angriff auf diese Karte. Darauf aktiviere ich meinen mystischen Raumtaifun. Dein Ernst? Lass das! Okay, dann wird mein Monster halt nicht beschworen. Und dann geht der Angriff ungestraft durch und ich verliere das zweite Duell. Yay! Yay! Aber man muss ja halt echt zugutehalten, dass es nur deswegen so mies für dich läuft, weil du den Alternativen vergessen hast. Ja, andernfalls hätte ich hier doch ein bisschen mehr machen können, theoretisch. Nicht nur ein bisschen mehr. Also wenn ich so an unsere Testduelle zurückdenke, da hatte ich doch hart Probleme, weswegen ich ja hier an dem Deck noch ein bisschen Feintuning betreiben musste. Ja. Ja.
Tja, es könnte ein 8:1 werden, nur weil du vorhin unbedingt der Spielverderber sein musstest. ja, das ist das Problem, wenn man eine wichtige Schlüsselkarte des Decks einfach stumm vergisst. Ja, das ist vor allem echt ärgerlich. Ja, das Problem war, ich habe einfach Karten noch ausgetauscht, einfach, weil ich sie in der höheren Rarität auch drin haben wollte. Deswegen habe ich gerade gemerkt, dass ich zweimal den Kaiserwurstplünderer drin habe, statt nur einmal und dafür den Alternativland vergessen habe. Ah, ja. Die Testduelle Scarecrow machen wir über EduPro. Ja. Das ist halt eine Plattform, eine Online-Plattform, über die wir dann spielen. Mhm. Deswegen. Ja. Weil da ist es dann ein bisschen einfacher, nochmal eben so ein bisschen Feintuning zu betreiben, Decks anzupassen, bevor man sich dann die Karten alle raussammelt. Genau, und wenn man dann beim Deckbau vergisst, genau diese eine wichtige Karte damit reinzunehmen. Dabei war ich an dem Deck so noch dran, weil ich die Melodie des Erwachenden Drachen rausgeholt habe. Hat natürlich nur die Melodie, aber nicht den Alternativen genommen. Dirk. Gut, dann fang du das dritte Duell auch noch an, um das Unglück perfekt zu machen. Eine Karte, die man nicht auf der Starthand haben möchte. Schön. Ich habe sogar eine annehmbare Hand. Ich setze eine Karte und gebe an dich ab. Ui! Ui! Ja, doch so viel! Doch so viel! Wahnsinn! Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Vor allem, das war die fünfte Karte, die ich gezogen habe. Ne? Mhm. Ich aktiviere mal die Melodie des erwachenden Drachen. Ich werfe einen bläugigen weißen Drachen ab und möchte mir gerne zwei Drachen von meinem Deck auf die Hand nehmen, deren Angriffspunkte 3000 oder mehr und ihre Verteidigung 2500 oder weniger entspricht. Okay. So, und dann nehme ich mir einen blauäugigen weißen Drachen und den blauäugigen Chaos-Max-Drachen. So, auf den billigen Plätzen. So. Endlich darf ich vielleicht auch mal ein bisschen mitspielen, aber ich sehe schon die Spiegelkraft da unten drunter liegen. Was habe ich da noch nie gelegt? So, alles okay. Ich sollte den Magenkugel hören, das will ich. Ich aktiviere den Effekt von meinem Neo-Kaiser-Gleiter. Ich werfe ihn zusammen mit einem anderen Monster ab und darf dafür ein normales Drachenmonster im Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Oh, welcher ein Zufall! So ein Zufall. Ich habe so einen blauigen weißen Drachen auf dem Friedhof liegen. Oh, no. So, der Neo-Kaiser-Leiter hat aber noch einen zweiten Effekt. Ich kann nämlich alle Monster, die du gerade kontrollierst, bis zum Ende des Spielzugs 500 Angriffspunkte verlieren lassen, wenn er auf den Friedhof gelegt wird. Ja, da du gerade nicht so viel hast, ist der Effekt eher unerheblich. Ja, doch ein bisschen. Slightly. So, ja, und da möchte ich gerne nochmal stumpf in die Battlephase übergehen und dich mit 3000 Punkten direkt angreifen. Ja, ich möchte dann auch gerne einmal Schicksalsgrabung aktivieren. Ah, die aktivierst du, wenn du Schaden bekommst, ne? Also den Schaden. Genau, wenn du Kampfschaden erhältst, ziehe eine Karte. Und falls diese Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört wird, kannst du Karten in Höhe der Anzahl Schicksalsgrabungen in deinem Friedhof ziehen. Aber okay. Das heißt, ich habe jetzt Kampfschaden bekommen, ich darf eine Karte ziehen. Das darfst du. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2, setze eine Karte und dann gebe ich erstmal an dich ab. Okay, dann ziehe ich eine. Die geht auf den Friedhof. Mhm. Dann ziehe ich noch eine Karte. Fürchte meinen mächtigen weißen Drachen. Dieser legendäre Drache ist eine mächtige Zerstörungsmaschine. Er ist buchstäblich unbesiegbar. Nur wenige haben diese furchteinflößende Kreatur gesehen und lange genug gelebt, um davon zu berichten. Und natürlich in dem klassischen Original-Artwork. Ja, komm, weiter im Text. Nicht hier einschlafen. Nein, ich überlege gerade. Mitten bei der Arbeit einschlafen, das sind ja die richtigen. Ja, halt leise. So, da du ein Monster kontrollierst und ich keines, kann ich von meiner Hand spezial beschwören Lord Gaia, zorniger Ritter. But wait, there's more. Ich aktiviere Polymerisation. Oh nein. Und, genau, dunkler Magier, Palladium Orakel Mahat. Für die dunklen Magier. But wait, there's more. Jetzt kommt's. Haben wir was vergessen? Ja, ich hab was vergessen. Schade, klappt nicht ganz so, wie ich dachte. Fast. Aber fast. Ist nicht so. Fast.
Ist. Genau, da hatte ich jetzt einen Denkfehler drin. Die zählen ja nicht als dunkler Magier, weil es ja mehrere sind. Das ist richtig. Heißen die dunklen Magier, nicht dunkler Magier. Das habe ich verpeilt, aber... Hasionpech aber. Egal, ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal ein etwas stickeres Feld aufgebaut. Und ich setze eine Karte auf Deck. Verdammt, das habe ich vergessen. Na, egal. Und der bekommt die Angriffspunkte nur... Wenn ich was speziell beschwöre, was stärker ist als er. Ja. Ja. Und ich werde mich tun, nichts töten, das zu tun, solange der noch auf dem Feld liegt. Genau, und bei denen ist es ja so... Wenn Zauber der Fall aktiviert werden, ziehst du eine Karte. Genau. No, und ich darf die Karte dann halt setzen, wenn es ein Zauber der Falle ist. Mhm. Und ich darf sie sogar in dem Zug noch aktivieren. Mhm. Ja. Ah, verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich mich slightly irritieren lassen. Slightly irritieren lassen. Schade. Aber ist nicht so schlimm. Wie war das mit dem zweiten Effekt, wenn er durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört? Nur wenn er zerstört wird. Also wenn er zerstört wird, dann gut. Dunkle Magier vom Feld. Vom Friedhof. Okay. Verpeilt, egal. Gut. Du bist dran. Dann. Ich will dir auch ein paar Chancen einräumen. Bevor du deinen Zug beendest, ich aktiviere meinen Ring der Zerstörung und würde ganz gerne die dunklen Magier als Ziel wählen wollen, um sie zu zerstören und anschließend uns beiden nacheinander erst mir und dann dir die Angriffspunkte, die Grundangriffsstärke als Schaden zuzufügen. Geht der Effekt von ihm trotzdem noch? Ja. Okay, das heißt also, weil du jetzt eine Fallenkarte aktiviert hast, kann ich noch eine Karte ziehen. Mhm. Das heißt, das kommt jetzt zuerst, dann werden die zerstört und dann kriegen wir Schaden. Ne? Ja. Okay, dann ziehe ich jetzt eine Karte. Okay. Mhm. So. Und dann jetzt, falls diese Karte zerstört wird, du kannst sowohl einen dunklen Magier als auch ein dunkles Magiermädchen als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof beschwören. Ja gut, ich möchte dann halt einen dunklen Magier beschwören. Musst du nicht beide beschwören? Nö. Sag mal kurz. Du musst beide beschwören, ja. Ach Gott, ich darf nicht einen? Nein, du musst beide. Boah, wie doof ist das denn? Aber du kannst sie ja von überall beschwören, also von daher. Nur von? Von Hand, Deck und Friedhof. Ach so, ja, okay, dann passt das. Dann er hier. Und dann aus dem Deck. Top-Deck, wa? Ja, fast. Und sieh hier, das dunkle Magiemädchen ist da. Yay. Tralali, tralala. Futter für meinen weißen Drachen. Ja, das habe ich so nicht bedacht. Das war slightly ungeschickt. Slightly. Gut. So, da das in der Endphase war, möchtest du noch irgendwas aktivieren, noch schnell, bevor ich jetzt meinen Zug beginne? Nicht? Okay. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Nee. Ich gehe mal in die Battle-Phase. Und möchte als erstes mal dein dunkles Magiermädchen angreifen. Ja. Kann ich nichts geben. Oder warte mal kurz. Ah, nee, Friedhof. Nee, die zählen ja nicht, ne? Das ist kein dunkler Magier. Nein. Okay. Bekommst du 1000 Punkte Schaden. Schade. Und dann beende ich meinen Spielzug. Okay, dann bin ich dran. Dann kann ich aber jetzt meine Zauberkarte Magische Formel aktivieren. Oh nein. Auf meinen dunklen Magier. Oh nein. Natürlich, ne? Das heißt, ich darf es nämlich nur auf einen dunklen Magier, du dunkles Magiermädchen ausrüsten und die bekommen dann zusätzlich 700 Angriffspunkte. Verdammt. Und wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, erhalte ich 1000 Lebenspunkte, nicht an. Das heißt, der Kollege hat jetzt 3200. Ey. Oh, ich habe nur noch 1200 Lebenspunkte. Ja, ich habe dir ein bisschen was abgenommen. Wow, cool. Okay. Meine Karte verdeckt. Ja, gut, okay. Dann gehe ich in die Battle-Phase und greife mit meinem dunklen Magier deinen weißen Drachen an. Und dann bekomme ich 200 Punkte Schaden. Autsch. Und dann greife ich mit Lord Gaia, zorniger Ritter, deinen Lebenspunkt einmal direkt an. Autsch. Für 2300 Punkte Schaden. Autschi. Auzi, ja, genau. Dann bist du dran. Dann ziehe ich meine Karte. Wow, was ein Top-Deck. Die Frage ist, bringt mir was?
warum eigentlich nicht? Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das, was ich sonst machen will. Ich aktiviere die Wiedergeburt. Mhm. Und hole vom Friedhof zurück meinen pandemischen Drachen. Der pandemische Drache hat folgenden Effekt. Einmal pro Spielzug kann ich Lebenspunkte im Vierfachen von 100 bezahlen und alle anderen offenen Monster auf dem Spielfeld verlieren genauso viele Angriffspunkte, wie ich Lebenspunkte bezahlt habe. Außerdem kann ich einmal pro Spielzug ein Monster auf dem Spielfeld, während dessen Angriffspunkte kleiner oder gleich dem dieser Karte sind, und es zerstören. Und falls diese Karte durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden sollte, dann verlieren alle offenen Monster auf dem Spielfeld 1000 Angriffspunkte. Boah. Ja, das ist voll die Seuche, könnte man sagen. Mhm. Okay. So, 3200 Punkte hat der Kollege, ne? Mhm. Da mache ich jetzt mal Folgendes. Ich zahle 1000 Lebenspunkte und schwäche alle anderen Monster auf dem Spielfeld um genau diesen Betrag. Dann aktiviere ich jetzt den zweiten Effekt. Ich möchte gerne den Effekt von pandemischer Drache benutzen, um deinen dunklen Magier, der jetzt nur noch 1700 Angriffspunkte hat. Warte mal, eben kurz hier überlegen. Der hier kriegt ja noch Angriffspunkte dazu, ne? Wie viele hat der denn jetzt? Der hat erst die 700 Punkte oben drauf bekommen, wäre bei 3000, verliert aber dann wieder. Der ist bei 2000. Genau, ist er bei 2000 Punkte. Okay, und der ist jetzt bei 1700, nachdem ich den Effekt von meinem Drachen angewendet habe. Also 1200. 2200. 2200. Genau. Ja. 2200, okay. Genau, jetzt nutze ich den zweiten Effekt von pandemischer Drache und zerstöre deinen dunklen Magier. Ja gut, dann kriege ich nochmal 1000 Lebenspunkte durch die magische Formel. Das ist okay. Und dann gehe ich jetzt in die Battle-Phase und möchte gerne mit pandemischer Drache deinen Lord Gaia einmal angreifen, der ja gerade nur 2000 Angriffspunkte dann hat. Aktiviere ich Mauer der Störung. Nein. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, alle Monster in Angriffspositionen, die dein Gegner kontrolliert, verlieren 800 Angriffspunkte für jedes Monster, das er kontrolliert. Das heißt, mein Drache fällt dann auf 1700 Punkte runter. Das ist nicht geil. Oh nein. Okay, das heißt, er fällt auf 1700. Das heißt, ich verliere 300 Punkte. Und dann aktiviert sich der zweite Effekt oder der dritte Effekt von pandemischer Drache und nimmt den Geier nochmal 1000 Angriffspunkte ab. Womit er dann bei effektiv nur noch 1000 Punkten ist. Und das bleibt aber auch? Das ist permanent. Auch die vorherige, auch der vorherige Abzug? Der ist auch permanent, ja. Okay. Toll! 1000! Vor allem die 700 Punkte, die er gerade sich gegeben hat, verliert er gleich ja auch noch, also von daher. Ja, verdammt. Das heißt, er hat dann noch 300 Angriffspunkte. Ja. Oh no. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2 und weil ich gerade keine Monster kontrolliere, darf ich meinen Kaiserwurst-Plunderal-Spezialbeschwörung beschwören. Tja. Und dann beende ich meinen Spielzug. Das ist jetzt slightly blöd. Dann ziehe ich jetzt mal eine Karte und jetzt kommt es drauf an. Ja, und das bringt mir so gar nichts. Verdammt. Ja, gut. Aber der verliert nur Angriffspunkte, ne? Ja, das ist richtig. Okay, das heißt, ich kann an die Verteidigungsposition ändern. Dann kommt man nicht mehr an dem vorbei. Nein! Und ich normal beschwöre mein Schokoladenmagiermädchen. Oh nein! Ne, sie hat ja noch diesen schönen Effekt. Okay, ich könnte halt jetzt einen Hexer abwerfen und eine Karte ziehen, aber das ist egal. Wenn sie als Ziel für einen Angriff gewählt wird, kann ich ein Monster vom Typ Hexer in meinem Friedhof wählen, außer das Schokoladenmagiermädchen, und es als Spezialbeschwörung beschwören. Und das wird dann zum Angriffsziel. Und deine Angriffspunkte werden dann nochmal halbiert. Das Schöne dabei ist, es ist vollkommen egal, was für ein Hexermonster. Ja, es das muss einfach nur ein Hexer sein. Das ist richtig. Gut. Das war's dann? Das war's dann. Dann ziehe ich meine Karte. Ich habe irgendwie gerade die Tendenz, Sachen zu ziehen, die ich nicht unbedingt ziehen möchte. Aber das ist okay. Ich aktiviere die Zauberkarte Kosten verringern. Ich werfe eine Handkarte ab und dafür reduziere ich die Stufe aller Monster, die ich gerade auf der Hand habe, um 2 bis zum Ende des Spielzuges. Selbst nachdem sie beschworen worden sind. So. Und jetzt biete ich meinen Kaiserwurst-Plünderer als Tribut und rufe als Normalbeschwörung meinen blauäugigen weißen Drachen. Okay. So, und jetzt gehe ich in die Battle-Phase und möchte als erstes mal Lord Gaia vom Feld putzen. Naja. Attacke. Traust dich also nicht auf sie? Bin ich denn lebensmüde? Nicht heute. Du bist dran. Okay, dann ziehe ich meine Karte. Muss ich nur dieses Schokoladenmagiermädchen irgendwie loswerden. Egal wie. Ich setze ein Monster verdeckte Verteidigungsposition.
Situation. Mhm. Du bist dran. Dann ziehe ich meine Karte. Das ist genau die Karte, die wir haben wollen. Ich normalbeschwöre Manju der 10.000 Hände. Oh. Und wenn der Kollege normal beschworen wird oder als Flip-Beschworen beschworen wird, darf ich meine rituelle Zauberkarte oder ein Ritualmonster vom Deck auf die Hand nehmen. Mhm. Darf ich? Ich habe offensichtlich nichts, was das verhindern könnte. Deine beiden verdeckten Karten vielleicht? Mhm. Also, gut. Dann suche ich mir jetzt die Chaosform aus meinem Deck. Und genau diese Chaosform möchte ich jetzt gerne einmal aktivieren. Und jetzt darf ich ein schwarzglänzender Soldat oder Chaos-Ritualmonster als Ritualbeschwörung beschwören, indem ich Monster von meiner Spielfeldseite oder meiner Hand als Tribut anbiete, beziehungsweise alternativ kann ich auch einen blau gegen weißen Drachen oder einen dunklen Magier von meinem Friedhof verbannen, deren Stufe halt dem das Monster, das ich beschwören möchte, entspricht. Ich entferne einen blau gegen weißen Drachen aus meinem Friedhof. Und dann beschwöre ich meinen blauäugigen Chaos-Max-Drachen als Ritualbeschwörung. Der blauäugige Chaos-Max-Drache kann nur über Chaosform, also kann über Chaosform als Ritualbeschwörung beschworen werden. Der ist nicht zielbar, das heißt, er kann nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden und kann nicht durch deine Karteneffekte zerstört werden. Außerdem, sollte sie ein Monster in Verteidigungsposition angreifen, mache ich doppelten durchschlagenden Kampfschaden. Das ist jetzt belastend. Ich gehe in die Battle-Phase. Ich möchte mit blauäugiger Chaos-Max-Drache dein verdecktes Monster angreifen. Ich aktiviere meine Fallenkarte spirituelle verräterische Schwerter. Nein! Ach komm, ich habe mir nur ein bisschen Zeit gekauft. Ja gut, die 1000 Lebenspunkte zahlst du also, um den Angriff zu annullieren. Ja. Und der Effekt wählt nicht mal. Das wäre ja. Schade. Na schön. Beende meinen Spielzug. Okay, jetzt brauche ich bitte etwas ganz, ganz Tolles. Scheint nicht so toll gewesen zu sein. Nee, das ist ganz beruhigtes Kacker. Ja, okay, gut, die Nummer ist durch. Obwohl, eins kann ich noch versuchen. Ich aktiviere ihren Effekt und möchte gerne ein Monster vom Typ Hexer abwerfen, um meine Karte zu ziehen. Mach das. Hat der immer durchschlagenden Kampfschaden? Der macht immer doppelten durchschlagenden Kampfschaden, ja. Okay. Hui, 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 hui. Ist jetzt eine Karte verdeckt. Mhm. Ich gebe an dich ab. Ich ziehe eine Karte. Ich biete mein Manju der 10.000 Hände mal als Tribut und rufe einen Kaiserwurstplünderer. Mhm. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Mhm. Und möchte mit blauäugiger Chaos-Max-Drache dein verdecktes Monster angreifen. Einmal kann ich noch. Ich aktiviere die spirituellen verräterischen Schwerter, zahle 1000 Lebenspunkte, um diesen Angriff zu annullieren. Dann beende ich meinen Spielzug. Nein. Ich aktiviere vorher noch, bevor du deinen Spielzug beendest, meine ewige Seele. Hui. Nur jeder dunkle Magier in deiner Monsterzone bleibt von Karteneffekten deines Gegners unberührt. Falls diese offene Karte das Spielfeld verlässt, zerstöre alle Monster, die du kontrollierst. Du kannst den folgenden Effekt von Ewige Seele nur einmal pro Spielzug verwenden. Du kannst einen dieser Effekte aktivieren. Beschwöre ein dunkler Magier als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Füge deiner Hand einen Angriff mit dunkler Magie oder 1000 Messer von deinem Deck hinzu. Mhm. Das heißt, ich möchte jetzt in deinem Zug einmal einen dunklen Magier als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören. Mach das. Dann bin ich dran. Mhm. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Mhm. Jetzt muss ich mal kurz was nachgucken. Mhm. Ja, verdammt, nur wenn ich sie ziehe, kann ich sie in Spezialbeschwörung beschwören. Ja, keiner hat. Ich muss jetzt mal eben kurz einmal überlegen, was ich noch für Optionen habe. Was habe ich denn noch im Deck?
machst das echt spannend, ey. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich überlege halt, welche Option ich habe. Ja, okay, gut, dann mache ich zuallererst was anderes. Ich möchte gerne den zweiten Effekt aktivieren. Füge deiner Hand einen Angriff mit dunkler Magie oder 1000 Messer von deinem Deck hinzu. Mhm. Na, also das ist ja jetzt der erste Effekt quasi in meinem Zug. Ja, das ist okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was davon ich nochmal hier drin hatte. Eins von beiden hatte ich nämlich, weiß ich. Du hattest sowohl 1000 Messer als auch... Ne, die 1000 Messer glaube ich sogar gar nicht, aber du hast den Angriff mit dunkler Magie auf jeden Fall dran. Oder hast du den sogar rausgenommen wieder hinterher? Ne, 1000 Messer habe ich drin. Aber den Angriff mit dunkler Magie hast du wieder rausgenommen? Den habe ich wieder rausgenommen, genau. Okay, ja. Okay, dann nehme ich halt... Die 1000 Messer. 1000 Messer auf die Hand. Mhm. So, jetzt muss ich mir wirklich überlegen, wie ich das am geschicktesten hinkriege. Der kann ja nicht gewählt werden, ne? Der kann nicht als Ziel gewählt werden. Der kann nicht als Ziel gewählt werden, okay. Mhm. Hier habe ich noch... Das da, okay. Das heißt, als erstes aktiviere ich... Du hast noch 1400 Lebenspunkte, ne? Mhm. Ich aktiviere als erstes. Jetzt warte ich noch. Ich mach's andersrum. Ich normal beschwöre mein Zitronen-Magier-Mädchen. Mhm. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Magier-Mädchen-Monster als Tribut anbieten, außer Zitronen-Magier-Mädchen. Füge deiner Hand ein Monster vom Typ Hexer von deinem Deck hinzu. Mhm. Und dann, ja, der zweite Effekt ist egal, aber einmal pro Spielzug, falls diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst ein Monster vom Typ Hexer als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, aber seine Effekte. Falls es welche gibt, werden annulliert. Mhm. Dann ändere das Angriffsziel darauf und du kannst, falls du dies tust, werden die Angriffspunkte des angreifenden Monsters halbiert. Das ist aber egal. Ich aktiviere ihren ersten Effekt. Ich möchte ein Magiermädchen als Tribut anbieten, um dann einen Hexer aus meinem Deck meiner Hand hinzuzufügen. Okay, mach mal. Ja? Okay, mach ich mal. Bin ich aber gespannt, was da jetzt kommt. Und auch noch. Sie greift nach dem letzten Strohhalm. Ja. Nein, Mischu, du stehst nicht auf dem Schlauch, aber ich glaube, Jana war einfach nur ein bisschen schockiert über das, was ich gerade aufbeschworen habe. Nein. Ich nehme mir die auszubildende Illusionsmagierin. Nein. Das wagst du nicht. Wie du schon sagtest, ich klammere mich an jeden Strohhalm. Oh Mann, du kannst mir auch gar nichts sehen. Das ist unfassbar. So. Und jetzt, habe ich das, ich habe das hier richtig gelesen, ne? Falls dein anderes, warte mal, du kannst deine Hand einloggen, Maria. Während der Schadensberechnung, falls dein anderes finsternes Hexermonster gegen ein Monster deines Gegners kämpft, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von deiner Hand oder offen von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Das Monster, das du kontrollierst, erhält nur während der Schadensberechnung 2000 Ich aktiviere zuallererst einmal hier noch vorher die dunkle Illusion auf meinen dunklen Magier. Bis zum Ende des Spielzuges kann er halt nicht durch, oder ist er unberührt von Karteneffekten, kann nicht durch Kampf zerstört werden. Aber nur mal vorsichtshalber. Nur von gegnerischen Karteneffekten ja, unberührt. Ja, okay, gut. So, Battlephase. Ja. Angriff mit dunkler Magier. Was kann der noch so Schönes? Wenn er ein Monster, also wenn er durch Kampf zerstört wird, dann verliert das Monster, das ihn zerstört hat, 500 Angriffspunkte. Ist mir egal. Ich greife mit einem dunklen Magier deinen Kaiser-Worst-Plünderer an und in der Schadensberechnung werfe ich sie hier ab und der dunkle Magier hält 2000 Angriffspunkte oben drauf und greift dich mit 4500 Angriffspunkten an. Ja, das ist mehr als genug, um meine Lebenspunkte auf Null zu dezimieren. Uff. Oh Gott, ja. Das war jetzt zum Schluss aber richtig hart. Tja, der Yugi-Effekt hat zugeschlagen. Dunkler Magier siegt über blauäugig, eiskalt, 3-0. Ich habe richtig Herzklopfen gerade. Das glaube ich dir sehr gerne. Da kam mir gerade dieser Zünde. Ja, das war das dritte und letzte Duell unserer Zeitreise. Yugi in allen Schlachten siegreich gewesen.
Ja, das war unser Stream für heute. Danke fürs Einschalten. Schaltet auf jeden Fall nächsten Samstag wieder ein. 14 Uhr twitch.tv/traderonline-video. Lasst auf jeden Fall ein paar Likes und auch ein paar Kommentare zu unseren Duellen unter unseren YouTube-Wiederholungen halt da. Das war auf jeden Fall wieder ein spannender Tag heute. Absolut. Ich ganz ehrlich, ich habe wirklich Herzklopfen gerade. So mitgerissen war ich. Tja, das war's dann auch für heute. Wir machen jetzt noch ein bisschen Chatrunde mit dem Twitch-Stream und dann sehen wir uns hoffentlich dann nächstes Wochenende zum nächsten Quarantäne-Stream. Schaltet mal wieder nächste Woche ein. Ansonsten tobt euch ein bisschen auf unserem Kanal aus. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adios.